Wo bist du in Thailand? Ich bin jetzt in Phok Nom Bron. Bronburi. Bronburi. Heißt sie Bronburi? Ja, klar, Bronburi. Dengmu verschenkt 5 Abos. Vielen Dank, Dengmu. Und Gratulation an die, die sie bekommen. Also ein Fischle. Fischle wäre natürlich auch cool. Das sind übrigens die, die ich im Teich habe, die ich gefischt habe, also gefangen habe. Aber aber jetzt hier so ein Fisch essen mit den Händen, habe ich jetzt auch gar keine Lust. Es muss irgendwas sein, was ich so locker vom Hocker. Ja. Also Pair hat den ab. Ah, okay. Wenn es unter 300 Baht ist, dann zahlt Stadt die Hälfte. Ja. Sawadee Kap. Nung Mai Ki Baht Kap. 10 Baht. 10 Baht, okay. Au Si Mai Kap. Griff. Trefunski, vielen Dank für den Sub. Grüße. Wenn jetzt meine Spieße grilliert. Oder auf Hochdeutsch sagt, ich glaube gegrillt. Kannst du dich mal dünn scheißen? Ist das Spaghetti da? Verkauft die Spaghetti. Ju ich nie mi. Ah, man schaut kann um Chin, schau mal. Ja, kann um Chin. Ah, kann um Chin. Schaut aus wie Spaghetti, aber ist natürlich kein Spaghetti. Share with you. อ๋อแพงเอาด้วยนะเอา1เซตเหรอใช่ปัดไม่เอาพริกแล้วก็เอาอีก1ชุดไปค่ะไม่ใส่พริกดอกกิบส์ปาปายาสลัด und อ๋อ da das wäre da gibt's gegrilltes Hühnchen das wäre genau meins gewesen da aber ich habe jetzt schon เอาจุสมีอะไรมีไม่เป็นไรเอาโคกนะเออๆIch habe ja vorher schon einen Mango-Shake gehabt, Mango-Smoothie, jetzt brauchst du Cola. Jetzt brauchst du einen Coke. Es ist übrigens auch immer, die Leute kommen mit dem Roller hier. Das ist normal, oder? Streetfood, überall kommst du mit dem Roller, kommst mit dem Auto oder zu Fuß. Zack, hin, holst was und wieder weg. Die modernen, die gesunden Dönerbuden in Thailand. Ah, nee. Wäre natürlich geil, wenn es mal eine Dönerbude hat. Irgendwie. มันมีคาราเมลมีออริโอ้โอ้ schaut euch das an ein Ei ein gekochtes Ei 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 ein Ei Ah, es ist noch gemütlich da, da sitzen sie überall da. Mal schauen, wo setze ich mich hin da. Das wär eigentlich der Skatepark, ist noch interessant. He? Heute nichts mit Skaten, heute wird er zum Essen missbraucht. So, wie steht die Sonne? So in diese Richtung geht's. Halbwegs gesund und lecker, he?
Spieße. Ja, Miss Van B, man muss in Quarantäne. 16 Tage. Eine geile Marinade. Die Dinger sind ganz, ganz lecker. Hei, 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 hei. Ich glaube, die Chili, die lasse ich weg da. Das gibt Schmerzen. Sehr lange Schmerzen. Die hat ganz fiese Kerne drin. Da, ganz fiese Kerne. Fiese Dinger, weg mit dem Zeugs. Geht dann die Sonne weg und dann wird sie auch ein bisschen angenehmer. Also hat eine Frau gearbeitet, sie war selbstständig, sie hatte Kleider produziert. Also im großen Stil. Wirklich im großen Stil. Sie hat die Touristenorte beliefert mit Kleidungsstücken. Aber ja, Covid, keine Touristen mehr. Die Europäer waren nicht mal ihr Hauptziel, sondern bei ihr waren es eher so die Chinesen. Weil sie eher so Kleider für den asiatischen Markt produziert. Und halt die Chineser, Japaner, Koreaner, die haben das Zeugs sehr, sehr viel gekauft. Darum sage ich auch oft, die Zukunft in Thailand ist nicht Europa, die Zukunft hier ist Asien. Wenn Covid rum ist, es werden die Chinesen sein, meine Meinung. Werden die Chinesen sein, die hier in Thailand massiv einfahren werden. Die reichen Chinesen oder die wohlhabenden Chinesen, die hier alles aufkaufen, war ja auch in den letzten Jahren schon so. Ich glaube nicht, dass Thailand auf die Europäer wartet. Ich glaube eher, Thailand orientiert sich Richtung Südostasien, also ASEAN-Staatengemeinschaft. Das ist geil. Jetzt kommen da die ganzen Leute und machen sich sehr gemütlich. Ich muss da mal schnell den Abfall wegbringen. Wo ist der nächste Mülleimer? Bisschen schade, wo sind da die Mülleimer? Okay. Ja, dort hinten oder was? Muss ich jetzt dort so weit laufen bis zum nächsten Mülleimer? Tatsächlich. Bisschen schade. Nochmal ein. Naja. Naja, naja. Naja. Kleine Frechdachse. Ja, Johns Freundin hat im Lotto gewonnen. Aber kein Witz, wirklich. Also Thai-Lotto, oder? Da spielen ja sehr viele, spielen hier Lotto. 13.000 Baht. Was sind das? 400 Euro, ja, weniger, 350 Euro. Ja, ein Monatsgehalt. He? Thailand ist ein Monatsgehalt. Da gibt es jetzt sicher richtig Musik. Da haben richtige Boxen aufgestellt. Da. Gibt es bei euch keine Masken mehr? Doch. Kannst du kaufen im Shop. Oh, schau, Mukata. Mukata, Thai Barbecue da. Hier hilft der Elektrogrill gar nichts. Ja, ja. Mukata. Da auch, aber die sind schon fertig, die müssen nur noch reinigen, da liegt das Teil. Thai Barbecue. Überall.
Überall sind sie. Wenn jetzt kein Covid wäre, dann wäre natürlich hier die Hölle los. Aber wir genießen es halt noch so, wie die Leute da unten schön gechillt. Ein Thai Barbecue am Rand, am Meer. Ja, Johnny Boy. Nächsten Mittwoch wieder angeln und nächste Woche wieder irgendwo hin, oder?